Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Gefahr einer weltweiten Ausbreitung? Es ist ja schon, ich glaube, es gibt über 40 Infektionsfälle in anderen Ländern. Ja, also wir gehen davon aus, dass Einzelfälle auch in Ländern auftreten, in mehreren Ländern, als jetzt der Fall ist. Aber die Gefahr, dass sich diese Einzelfälle dann ausbreiten, ist zurzeit gering einzuschätzen. Deutschland ist absolut gut vorbereitet. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Das Wichtige hier ist aber, dass Fälle sehr früh erkannt werden. Das ist eine Maßnahme, wo das öffentliche Gesundheitsdienst, also die Gesundheitsämter, eine hohe Aufmerksamkeit haben. Wir bereiten sie seit Wochen vor. Sie selber sind gut vorbereitet. Es gibt immer wieder Übungen. Das ist der klassische Fall. Gerade an den Flughäfen, den sogenannten Eintrittsorten, ist man sehr, sehr gut gewappnet. Insofern ist die Gefahr für die deutsche Bevölkerung sehr gering. Führende Experten sagen, für Bürger in Deutschland gibt es keinen Grund zur Panik. Und auch das Gesundheitswesen sei gut aufgestellt. Da sollte man wirklich mit einer gewissen Gelassenheit rangehen. Denn es ist nicht zu erwarten, dass hier jetzt eine tödliche Infektionswelle auf uns zurollt. Das wird für die meisten Patienten als Erkältungskrankheit daherkommen.